Helmut Hausmann war von 1988 bis 1991 Bundeswirtschaftsminister. Seit 1976 war der FDP-Politiker bereits Mitglied des Bundestages. Doch auch während dieser Zeit, von 1975 bis 1980, war Hausmann Stadtrat in Bad Urach. Er pflegte stets eine tiefe Verbundenheit zu seiner Heimatstadt, in der er aufgewachsen ist. Deshalb wurde er nun zum Ehrenbürger der Stadt ernannt. Die Verleihung der Ehrenbürgerwürde sei ein seltener, aber besonderer Anlass, zu dem am Donnerstagabend die Gäste im Residenzschloss Urach zusammenkämen, begrüßte Bürgermeister Elmar Rebmann die Anwesenden. Darunter der FDP-Landtagsabgeordnete Rudi Fischer, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP im Landtag Jochen Hausmann, der ehemalige FDP-Bundesvorsitzende Wolfgang Gerhardt und Christian O. Erbe, der Präsident der IHK Reutlingen. Sie alle hatten sich hier zusammengefunden, um dabei zu sein, wenn der ehemalige Bundeswirtschaftsminister Helmut Hausmann die Ehrenbürgerwürde von Bad Urach verliehen bekommt. Sichtlich berührt nahm der langjährige FDP-Politiker die höchste Auszeichnung entgegen, die eine Stadt überhaupt verleihen kann. Dass Hausmann die Ehrenbürgerschaft erhält, hat der Gemeinderat bereits im Februar beschlossen. Für Hausmann kam das aber unerwartet. Ich war eigentlich, ehrlich gesagt, positiv überrascht, weil ich war ja viel weg und nicht so lokal Patriotismus. Aber ich habe natürlich in meiner großen Zeit auch viel vor Urach bewegt. Und das war dann letztlich auch der Ausschlag, dass der Gemeinderat mir diese Ehre zog. Aber es hat mich sehr berührt. Ich habe ja einige Ehrungen, aber once alive, einmal im Leben, gibt es ja nur Ehrenbürgerschaft. Und was Hausmann alles bewegt hat, das wurde in der Ansprache von Bürgermeister Elmar Rebmann deutlich. Der ehemalige Bundeswirtschaftsminister sei zwar nicht in Bad Urach geboren, sondern in Tübingen, doch er habe der Stadt stets die Treue gehalten. Er hat herausragende Verdienste in der Bundespolitik, hat Bad Urach in ganz besonderem Maße immer wieder präsentiert und auch repräsentiert. Und er hat auch eine hohe Verbundenheit zur Stadt Bad Urach. Es kommt immer wieder zum Ausdruck. Seit vielen Jahren macht er die Rathausgespräche, natürlich mit seinem hohen Fachwissen. Aber natürlich ist er auch in der Lage, da sehr viele tolle Fachleute nach Urach zu bringen, und da sind wir sehr froh und dankbar drüber, und wir freuen uns auch auf die nächsten Rathausgespräche zu ganz, ganz, ganz interessanten geopolitischen Themenstellungen. Helmut Hausmann betonte seine tiefe Verbundenheit zur Stadt. Dieser Heimatbezug mache stolz, und in seiner Rede bat er die Bürger, ebenfalls stolz zu sein. Der Graf von Württemberg-Urach, Eberhard im Bad, hat 1477 immerhin die Exzellenzuniversität Tübingen gegründet. Die geplante Landesgartenschau 2027, das Verkehrskonzept, die Erdwärmebohrung, all das seien Leuchttürme. Daraus sollten die Bürger mehr machen und auch die interkommunale Zusammenarbeit stärken. Auch mit anderen Ländern und Kulturen habe Hausmann, wie Rebmann betont, stets den Austausch gesucht. Und das wird auch deutlich im Interview mit RTF1 beim Thema Russland. Sanktionen dringend notwendig, aber wir brauchen eine Perspektive, nicht für Putin, aber für die russische Bevölkerung. Es kann nicht um eine weitere Verarmung der Bevölkerung gehen, sonst werden wir den Putin nie ablösen. Und insofern, glaube ich, ist es falsch zu sagen, wir sind gegen die Russen, wir sind gegen Putin. Aber wir müssen alle Brücken bauen, um mit der Zivilgesellschaft in Russland im Gespräch zu bleiben. Derzeit gäbe es eine bedrückende Perspektive, äußerte sich Hausmann in seiner Rede zur aktuellen politischen Lage. Doch er forderte die Älteren dazu auf, den Jüngeren ein optimistisches Bild aufzuzeigen. Wir haben immer noch eine starke Marktwirtschaft, um sozialen Ausgleich zu schaffen. Seien wir Mutmacher, seien wir Hoffnung. So die Worte des erfahrenen Politikers.